Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Der Tag auf Ländle TV. Hier unsere Themen für Sie. Was ist die Feminismus nervt Kampagne? Neuigkeiten aus der World Freeride Tour? Und zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Feminismus nervt. Benachteiligung und Objektifizierung aber auch, findet Verena Hofer. Sie studiert Intermedia an der Fachhochschule Vorarlberg und hat sich für ihre Bachelorarbeit dem Thema Feminismus heute gewidmet. Entstanden ist eine Kampagne, die nun auch auf Instagram Wellen schlägt. Wie genau das Projekt entstanden ist, hat sie Ländle TV erklärt. Sprechen wir über Dinge, die nerven. Feminismus nervt so lange, bis wir ihn nicht mehr brauchen. Diese Worte sind auf dem Instagram-Kanal Die Sumserin zu lesen. Dabei handelt es sich um eine Arbeit von Verena Hofer. Im Rahmen ihres Intermedia-Bachelor-Studiums an der FH Vorarlberg konzipierte und realisierte sie eine Online-Kampagne, welche über Sexismus, Stereotype und Gewalt aufklären soll. Also Feminismus ist heutzutage immer noch sehr, sehr wichtig, weil wir weiterhin nicht in einer gleichberechtigten Welt leben. Auch hierzulande haben wir noch vermehrt Probleme und es ist eben noch nicht alles gerecht. Und dafür setzt sich der Feminismus ein. Und es ist extrem wichtig, dass verstanden wird, was Feminismus macht, wofür er steht und dass er eigentlich dabei helfen möchte, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und allen Menschen, die diskriminiert werden, die gleichen Rechte zusprechen möchte. Entstanden sind so mehrere Fotoserien und ein Film, welche allesamt auf die bestehenden Probleme in unserer Gesellschaft aufmerksam machen sollen. Unter dem Hashtag Nimm Platz werden unverblümt Thematiken aufgezeigt. Also ich habe verschiedene Fotoserien entwickelt. Dabei war es mir wichtig, ganz viele verschiedene Thematiken anzusprechen, weil Feminismus ja eben auch vielfältig ist. Und mir war es ganz wichtig, Männer mit einzubinden, weil ich denke, dass es dann als Anliegen aller verstanden werden kann. Deswegen ist zum Beispiel eine Fotoserie entstanden zum Thema Sexismus in der Werbung. Es ist eine Fotokampagne entstanden zum Thema Gefühle zeigen als Männer oder auch die Suizidrate bei Männern, die deutlich höher ist als die bei Frauen. Es behandelt da Gewalt an Frauen oder auch, warum das Abtreibungsverbot so unglaublich fatal wäre. Das Projekt findet viel Anklang im Netz. Über 3.700 Abonnentinnen und Abonnenten kann der Instagram-Kanal bis dato verzeichnen. Besonders eine Fotoserie schlägt online hohe Wellen. Diese zeigt auf, wie Frauen in der Werbung objektifiziert und sexualisiert werden. Über 80.000 Mal wurden die Bilder der Reihe insgesamt geliked. Also der Anklang im Netz hat mich extrem begeistert und überrascht. Ich hätte mir nie gedacht, dass so viele Menschen auf das anspringen. Es hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen und es ist auf jeden Fall ein Ansporn weiterzumachen, weil die Interesslage eben ist und weil es mir besonders gut gefällt, Leute zu treffen, die sich davor vielleicht nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und da ohne die ganze Hilfe, die ich bekommen habe von Studenten und Studentinnen, wäre es nicht gegangen. Das gesamte Projekt ist auf Instagram sowie YouTube auf dem Kanal Die Sumserin zu finden. Ja, Feminismus nervt. Und er wird nerven so lange, bis wir ihn nicht mehr brauchen. Am Dienstag fand das Finale der Freeride World Tour in Verbier statt. Tao Kreibich, der sich eigentlich nicht für den Wettbewerb qualifiziert hatte, durfte dank einer Wildcard doch dabei sein. Wie es für den jungen Vorarlberger Freerider gelaufen ist, hat der Tag für sie zusammengefasst. Das Finale der Freeride World Tour ist einer der renommiertesten und berüchtigsten Freeride-Wettkämpfe der Welt. Die 600 Meter lange Abfahrt ist extrem steil und es gibt viele Felsen, was den Extreme Verbier zur enormen Challenge für die Athleten und Athletinnen der World Tour macht. Hinzu kamen dieses Jahr schwierige Schneeverhältnisse, weswegen der Start kurzfristig von 3.300 Meter auf 3.002 Meter versetzt wurde. Vorarlberger Tao Kreibich durfte dank einer Wildcard auch am Extreme Verbier teilnehmen. Für den jungen Freerider gehe damit ein großer Traum in Erfüllung. Im Interview zeigte er sich dankbar und motiviert für die Postseason.
Die Sieger der Freeride World Tour 2021 stehen somit fest. Bei den Skifahrern gewannen die Schweizerin Elisabeth Geretsen und der Schwede Christopher Turdell. Bei den Snowboardern konnten die Franzosen Victor Delarue und Marion Harty den begehrten Titel ergattern. Tao Kreivich landet in der Gesamtwertung auf dem 11. Rang. Die Freeride World Tour geht somit in die Sommerpause. Der Start für die Saison 2022 ist voraussichtlich kommenden Herbst. Let's hear it for the champions of the world, Freeride World Tour 2021! Wir schauen nun zu den tagesaktuellen Meldungen. Wegen eines raschen Anstiegs der Corona-Infektionszahlen auch mit der britischen Variante gibt es für das Laiblachtal eine Ausreisetestpflicht. Das beschloss die Landesregierung am Dienstag. Rund 14.000 Personen leben in der Region und müssen ab Donnerstag Mitternacht einen negativen Covid-Test vorlegen, um das Gebiet verlassen zu dürfen. Die Ausreisepflicht gilt für 7 Tage, die Antigentests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein und sogenannte Wohnzimmertests gelten nicht. Auch im öffentlichen Verkehr kommt es ab Donnerstag zu Einschränkungen in der Region. Wer Auflagen nicht einhält, gefährdet Vorarlberger Öffnung, so Landesrat Christian Gantner. Vereinzelt gäbe es gravierende Verstöße, Gantner kündigt daher weitere Kontrollen im Gastronomiebereich an. Die Polizei würde ihre Kontrolltätigkeit fortsetzen und dort, wo es nötig erscheint, auch intensivieren, so seitens des Landes. Mit einem schlussendlich klaren 6:2 Heimerfolg stellt der EHC Lustenau in der Pre-Playoff-Serie gegen Ritten auf 2:0 und steht somit im Viertelfinale der Alps Hockey League. In der Viertelfinalserie trifft der EHC Lustenau nun auf Asiago Hockey. Das erste Spiel bestreitet der EHC Lustenau am kommenden Samstag. Das war der Tag von Ländle TV. Gleich erfahren wir von Kachelmann, wie die Wetterprognose aussieht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und achtet aufeinander. Auf Wiedersehen. Genug. Genug. Das ist genug. Der Frühling mit Sonnenschein und milden Temperaturen setzt sich nun immer mehr im Ländle durch. Der Donnerstagmorgen startet nach einer sternenklaren Nacht kalt mit -2 Grad im Bregenzer Wald und +2 Grad zwischen Bludenz, Feldkirch und Dornbirn. Tagsüber scheint verbreitet die Märzsonne, damit wird es tagsüber angenehm mild mit 14 bis 16 Grad. Zeitweise ziehen dünne Schleierwolken in großen Höhen durch, zum Abend hin werden die Wolken aber immer dichter. Auch der Freitag bringt noch viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen mit. Es wird warm mit bis zu 14 Grad. Am Samstag überquert uns eine Kaltfront, sie bringt Regengüsse und die Schneefallgrenze sinkt noch einmal auf rund 1200 Meter Höhe. Am Nachmittag schon wieder Abtrocknung und zum Palmsonntag hin wieder freundlich, ziemlich sonnig, trocken und mild. Danach geht es in der Osterwoche mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen weiter.